Hey Leute, was geht? Für uns ein Herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA-Video. Heute gibt es mal wieder einen Food Draft. Wir bauen in allen FIFA-Teilen, in denen es Food Draft gibt, einen Draft. Das heißt, FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20 und FIFA 21 werden ausgepackt. Überall werden coole, fresche Drafts gebaut. Wir achten darauf, dass sie ein bisschen variabel sind und nicht jedes Mal gleich aussehen, wobei innerhalb der Jahre sowieso so viele Spieler den Verein gewechselt haben und alles, dass es sowieso ziemlich abwechslungsreich sein wird. Und ich denke, es wird auch ziemlich cool, die ganzen alten Karten und die ganzen Spieler bei ihren alten Teams wiederzusehen, wenn wir Drafts bauen in den älteren FIFA-Teilen. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, wir sind ready und gehen direkt mal rein. Wir starten in FIFA 16, das erste FIFA, das den Food Draft Modus hatte. Wir machen einfach Einzelspieler Drafts. Ist auch, glaube ich, egal, was man dann da für eine Schwierigkeit nimmt. Man kriegt so oder so, denke ich, dieselben Spieler. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir hier? Wo waren die besten Spieler damals? Ich denke, ja, wenn man so eine Dreierkette nimmt oder auf jeden Fall auch was mit Flügelpositionen, dann ist das schon mit am besten. 3-4-3 flach. Wir gehen rein. Wir wollen auf jeden Fall die volle Chemie haben, geile Spieler haben. Wir wollen alles haben. Und wir kriegen Lionel Messi, Team of the Season. Geisteskranke Karte. Guckt euch mal die Stats an, ey. Das ist auf 99er Niveau. Der wird direkt mitgenommen. Wer wird der Stürmer? Ah, Fernando Torres. Was hat der für eine geile Karte? Recordbreaker müsste das sein. Sogar noch ein bisschen nicer als die Karte hier von Benzema. Dementsprechend Fernando Torres. Einfach weil er eine absolute Legende ist, wird eingepackt. Linker Flügel, Spanier oder La Liga, Neymar. Oh, Ronaldo. Wen nimmt man denn hier? Neymar bei Barca. Ronaldo noch bei Real als Man of the Match. Ja, hat schon mal ein paar Ratingpunkte mehr. Und wenn man hier Ronaldo und Messi beide in einem Draft vorgeschlagen bekommt, nimmt man beide. Vielleicht kommt Neymar ja nochmal auf der Bank. Dann kann man den auch zocken lassen. Nani damals auch bei Valencia. Alexis Sanchez auch mit einer coolen Karte. Sehr, sehr nice Spieler, die wir hier bekommen. Touré, leider schon bei Man City, nicht mehr bei Barca. Parejo hat gar kein hohes Rating, aber ja, damit wir auf Chemie kommen, müssen wir ihn schon mitnehmen. Ist sogar ein Strong Link nach vorne. So, hinten, ja, Nummer sicher würde ich sagen. Den Mascherano einpacken. Gucken wir, wo die ganzen Spieler hier noch gespielt haben. Ey, Laporte bei Athletic Bilbao. Ganz verrückt. So, Mascherano mitnehmen. Ich glaube, hier wird sowieso noch ein bisschen La Liga kommen. Okay, das ist jetzt ganz falsch. Dann gehen wir wenigstens mit dem Portugal-Link. Vielleicht hier Pepe oder so. Schwierig. Javi Martinez ist Spanier. John Terry. Auch eine absolute Legende. Koulibaly, damals noch Franzose gewesen. Zuma, nehme ich Javi Martinez mit. Müssen wir mal gucken, wie wir das genau dann gleich da hinten machen. Andres Iniesta, absoluter Spielmacher. Schweini auch Walkout sogar gewesen mit einer 86 in seiner Man United Zeit. Pirlo, auch krass, aber dann wird Iniesta natürlich mitgenommen. Nein, noch ein bisschen mehr La Liga hinten. Okay, die Auswahl ist komplett wack. Nehmen wir Delaney mit. Was sagt der rechte Mittelfeldspieler? Ah, der ist auch schwach. Was ist hier los? La Liga dann. Im Fall der Fälle einfach immer La Liga einpacken. Und jetzt bei den Keepern. Gibt's Bravo. Das ist ein guter Link. So ein neuer hätte ich ja eigentlich auch gerne mitgenommen. Romero Link sogar zu mehreren. Aber ja, ich denke mal, Bravo ist hier schon das Sinnvollste. Die Startelf ist durch. Rating ist cool. Chemie geht auf jeden Fall besser. Das kriegen wir sicherlich noch hin. Ui, Modric, Pogba, Buffon. Ja gut, aber Juve-Spieler, ganz schwierig. Kane hat als Tots nur eine 93, gar nicht mal so groß. Marquisio wurde damals von sehr vielen gezockt. Günstige, gute Karte, nehmen wir Modric mal einfach mit. Kann man notfalls außen spielen. Er gibt hier sogar ein Plus. Dann tun wir den dahin. Bale, auch sehr, sehr chillig. Kedira, coole Karte. Madrid und Verratti hatten wir jetzt schon ein paar Mal vorgeschlagen bekommen. Sonst mal Special Cards. So, nice, 93. Es geht weiter voran, David Villa. Auch absolute Legende. Schade, hier leider schon von Barcelona weg gewesen. Ansonsten, boah, hätte man den auch gut einbauen können. Dann wäre es eine schwierige Entscheidung gewesen, ob er oder Torres. Nehmen wir DeMarcus mit fürs Tempo. Ja, und mit Manager ist mir jetzt eigentlich schon
relativ sicher auf Fullcam am Ende, würde ich behaupten. Ja, ein Chemiepunkt bringt Manager eigentlich immer. So, Arnautovic, sehr, sehr frische Karte, Insigne. Ja, das sind, denke ich, die interessantesten hier werden eingepackt. Da war eine Hero Card von Leicester. Hero Cards hat man eigentlich nur bekommen, wenn irgendjemand zum Aufstieg geschossen hat oder irgendwas. Auch interessant. Henderson damals so eine 80. Der ganz normale Neymar. Ja, würde ich sagen, macht ein bisschen Minus. Aber, ja doch, also so sieht das trotzdem schon cooler aus als eben. So, wer sind jetzt die Ersatz? Offensivspieler, Philippe Lucifer dazwischen, kann man auch einpacken. Vardy, was ist das für eine Karte? Das ist aber keine Record-Breaker-Karte, die sah noch anders aus, oder? Wie auch immer, Reus, Hulk, Schillig, nehmen wir Louis mit. Dann hätten wir auf jeden Fall nämlich Full Cam, dann können wir es einfach irgendwie aufstellen, dann können wir hier random einfach die coolsten Spieler nochmal einpacken. Elia kennt man ja auch aus der Bundesliga, hatte da ein paar interessante Jahre. Dementsprechend gönnen wir uns einfach ihn. Götze! Mario Götze! Der höchst bewertete hier Perisic, dann kann man trotzdem Götze mitnehmen. Hamšík, auch ein cooler Typ, kommt auf unsere Ersatzbank. Keine Icons hier oder so dabei. Ich weiß gar nicht, kommt man damals in den Drafts Icons kriegen direkt bei FIFA 16? Scheinbar nicht, sonst wäre bestimmt einer gekommen. Naldo kann man hier auf jeden Fall picken. Kein einziges Special Card. Das ist auf jeden Fall ehrenwert. Nehmen wir Adriano mit. Wer ist der Ersatzkeeper? Ein paar Silberkarten, Silberinform, Silbertots, alles drum und dran. Butler, deiner größten OP-Keeper. Das war, glaube ich, erst ein, zwei FIFA-Teile danach oder davor. Dann nehmen wir Butler einfach mal mit. 88er Rating, wenn wir die Ersatzbank sortieren. Geht's wahrscheinlich ein bisschen höher. Ja, 89er Rating haben wir jetzt zumindest. Die Startelf ist geisteskrank. Torres, Ronaldo, Messi, Bale, Neymar und. Defensive ist okay, Keeper auch in Ordnung. Bank ist dann nicht mehr so wild, aber ist insgesamt ein sehr, sehr cooles Team. Dann können wir uns irgendeinen Manager hier genehmigen. Dann gucken wir uns nochmal die Draft-Übersicht an. Und ja, 189 haben wir hier auf gechillt gebaut. Mit sehr, sehr vielen geilen Spielern, die früher, ja, absolut legendär waren. So, wir sind in FIFA 17. Man muss sagen, bei den älteren FIFA-Teilen war es echt so, dass die La Liga mit Abstand die beste Liga war. Und das hat man auch eben am Team gesehen. Komplettes La Liga-Team war es. Ich denke mal, ab FIFA 22 wird man gar nichts mehr mit La Liga bauen. Ich achte aber auch jetzt darauf, dass es nicht natürlich wieder komplett das gleiche Team wird. Nehmen wir 3-4-1-2. Ist eine andere Formation, auch mit Dreierkette, aber Captain-Auswahl ist eine Frechheit, muss man ehrlich so sagen. Keine einzige Special-Card mit dabei. Dann nehmen wir Alexis Sanchez. Der hat das höchste Rating, spielt in der Premier League. Damit kann man eigentlich auch immer was anfangen. Genauso ist es. Gündogan ist hier, aber auch ein Coutinho. In seinen guten Zeiten, dann wird der gepickt. Gündogan wäre auch cool gewesen, aber dann gehen wir mit dem höheren Rating. David Luiz, aber auch Pepe mit einer starken Karte. Die Sache ist, muss halt jetzt auch schauen, wer ein bisschen reinpasst. David Luiz kann man hier schon gut hinsetzen. Die wollen wir unbedingt diesen Pepe aufdrücken, ne? Dann nehme ich den jetzt mit. Falls hier auf der rechten Seite oder im ZM oder so doch noch was aus der La Liga kommt. Absolut nicht. Kanté, 85 nur damals. Das war ja schon nach seiner Leicester-Zeit. Da ist er ja schon bei Chelsea. Trotzdem als Info nur eine 85, okay. Ich tippe mal seine normale Karte, hat er dann eine 84. Das war dann sein First Inform oder so. Mkhitaryan, der nächste aus der Premier League. Ex-Bundesliga-Spieler. Bisher wenig Stronglings aber hier in diesem Team. Alles nur orange, ne? Vielleicht ändert sich das jetzt. Okay, nee, jetzt kommt ein roter sogar noch dazu. Der ist halt Premier League-Spieler hier, der ist nicht so nice. Ich nehme Vitolo, ich schiebe den Pepe auf die Seite. Ja, dann passen die so ein bisschen zusammen. Per Mertesacker, das absolute Pace-Monster mit 28 Tempo. Natürlich zocke ich den sehr, sehr gerne bei mir in der Verteidigung. Gucken wir mal, wer der Keeper wird. Zieler, Butland oder Navas. Bleibt Pepe am Ende drin im Team, ist die Frage. Aber Butland und Zieler sind schon nicht so stark. Also kriegt man schon eine bessere auf der Bank. Dementsprechend nehmen wir Navas mal mit. Vorne. Den kann man da kriegen jetzt.
Icardi und Gomis, beide sehr unpassend, muss man einfach mal so sagen. Carol, Musa, es geht, ne? Ist jetzt auch nicht so krass. Nehmen wir trotzdem einfach mal mit. Aber wird schon Besseres auf der Bank kommen. Hey, wo sind die guten Spieler, Mann? Lukaku, wobei Lukaku ist krass, aber damals halt anscheinend noch nicht so gewesen. 84, was ist das denn, ey? Das Team ist gar nicht nice bis hierhin. Da geht mehr. Ne, aber so nicht. Oh, Matuidi. Salah mit einer 82. Bro, was passiert hier? Kostic noch beim HSV, Renato Sanchez, ja. Dann nehme ich mal Tweedy einfach mit. Das war auch keiner für die Startelf, aber die Karte sieht cool aus. Ja, ein paar Non-Rares, also die gönnen auf jeden Fall richtig bei diesem Draft. Soll ich dazu sagen, jetzt kommen ein paar gute, denke ich. Yes! Suarez, Ramos, oh, beide sehr, sehr, sehr krank. Beide heftig. Das Ding ist, Stürmer sind halt bisher absolute Katastrophe hier in diesem Team. Das heißt, eigentlich muss ich Suarez mitnehmen, auch wenn die Chemie runtergeht. Aber also die Stürmer kann man so nicht stehen lassen. Das ist echt eine Blamage. Nehme ich den mit. Tue den mal hier für Lukaku rein. Chemie geht ein bisschen runter. Aber wenn wir noch einen anderen Stürmer, einen anderen RM kriegen, dann sollte es eigentlich danach gehen. Auch schon wieder eine kritische Wahl. Insigne, ab ins Team. Salah will auch unbedingt zu uns kommen. Felipe Luis. Ist halt ein Außenverteidiger, ne? Das Ding ist, es könnte trotzdem eventuell mehr Chemie bringen, wenn ich es so mache. Okay, absolut nicht. Absolut verschätzt. Stürmer bitte. Bro, Philipp Lahm. Nice. Noch aktiv gewesen damals als Tots hier. Vidal auch cool, aber mit Bundesliga kann ich nicht wirklich viel anfangen. Ich nehme da Marcelo mit, auch wenn der auch mal wieder nichts bringt. Absolut nichts. Kommt nochmal ein Stürmer oder sowas? Messi, okay. Lionel Messi. Ist zumindest ein Stronglink dann zu Suarez. Ja, mach ich. Plus 2. Ich glaube, jetzt können wir gar keinen anderen Stürmer mehr kriegen. Hä, dann vielleicht Musa auf jeden Fall vorne drin stehen. Fresh. Carrasco wird eingepackt. Oh, Modric. Der ist nice. Als Team of the Year sogar. Aber bringt über ein dickes Minus. Mir ist irgendwie noch umbauen. Ich weiß nicht, muss ich gleich mal schauen. Kommt drauf an, ob jetzt noch ein La Liga ZM oder so kommt. Aber ich glaube, damit sind wir leider durch. Ivanovic, auch stabiler Typ. Dann Perin Tots. Was macht mein Kater da? Was ist los mit ihm? Der chillt einfach an der Minibar. Der chillt sogar auf der Minibar jetzt. Sieht man das? Sollte mal ein bisschen Kamera drehen. Da hinten auf der Minibar. Der will sich eine Cola gönnen. Okay, man sieht ihn halt gar nicht, ne? Weil er einfach schwarz ist und alles so dunkel ist da hinten in der Ecke. Aber der ist gut am Chillen, ja? Der ist gut am Chillen. So, wir konzentrieren uns weiter aufs Drop. Ja, wir haben alle Spieler abgeholt. Ich guck mal, ob man das hier irgendwie in der Startelf noch besser zusammenbauen kann. Also hat mir das Draft in FIFA 16 besser gefallen. Also das Team hätte all in all auf jeden Fall krasser sein können. Ich habe jetzt einfach mal Marcelo in Sturm gestellt, damit man auch den Totti Modric in der Startelf hat. Ein bisschen zusammengemixt hier aus La Liga und Premier League. Ein paar coole Spieler. Wir kommen aber all in all nicht mal auf Full Cam. Das ist die Sache. Vielleicht, ja, eine 95 erreichen wir. Höher wird es nicht werden, aber 95 Chemie ist letztendlich in Ordnung. Also man könnte schon damit zocken. Hier haben wir die Draft-Übersicht. Ein paar nice Spieler haben wir bekommen. Ja. FIFA 18 ist am Start. Vielleicht geht es diesmal nochmal in eine andere Liga. Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Wer weiß, was dieses FIFA hier für uns bereithält. 4-4-2, die zurückgezogene. Da hat man auch Spieler auf der Außenbahn. Das ist doch mal eine Captain-Auswahl. Das ist mal was ganz anderes als das, was wir davor immer hatten. Food Birthday Ronaldo oder Dybala? Ja, dadurch, dass halt in der Serie A noch kein Ronaldo ist, macht es nicht so viel Sinn, in die Serie A zu gehen. Deswegen gehen wir hier in die La Liga und machen weiter mit Benzema. Okay, letztendlich scheinen wir doch erstmal wieder ein bisschen so ein Realteam zusammenzubauen.
Der zweite Stürmer, Volland oder Lukas. Nehme Lukas mit. Ist auch am realistischsten, dass der als Brasilianer noch ein paar Links holt. Bulassi, der war so ein geiler 5-Sterne-Skiller immer. Hat sogar seinen eigenen Trick, den Bulassi fliegt. Deswegen, der wird eingepackt. Fernandinho, Todd. Oh, das sind ganz andere Karten. Wir kriegen nur Special Cards hier auf einmal in jeder Auswahl. Nicht so irgendwelche Gold-Picks oder Non-Rare-Picks oder so. Okay, das hätte ich nicht zu laut sagen sollen. Es wäre irgendwie klar, dass es dann direkt kommt. Okay, keiner dabei, der irgendwie reinpasst. Einfach Fellaini nehmen und dann passt das schon. So, Linksverteidiger. Milner ist auf jeden Fall ein richtiges Pace-Monster. Zum Glück muss ich das Draft am Ende nicht zocken. Naldo oder Koulibaly oder Naldo oder... Das war noch Zeit mal Schalke. Komm, wir nehmen Naldo mit. Der ist Brasilianer halt auch, ne? Theoretisch könnte der auch mit anderen liegen und so linken. Gehen wir ein bisschen auf Hybrid hier. Raul Albiol oder... Ja, und die nehmen wir den mit. Ist ja die spanische Liga. Rechts gibt's bestimmt einen aus der spanischen Liga noch. Valencia, wie OP war der Typ damals? Aber gut, also wir wollen hier auf die volle Chemie kommen. Nehmen wir ihn mit. Keeper, Brasilianer hoffentlich. Nee, keine Chance. De Gea, coole Karte. Ja, nehmen wir De Gea mit. Wir haben bisher 79 Chemie, aber diesmal wird es aufgehen am Ende. Diesmal kriegen wir die Chemie voll. Buffon als 89er bei Paris. Okay, das ist cool. Mesut Özil auch als 88er. Wie gut die damals alle waren. Hamsik und Di Maria war jetzt nicht so krass. Aber die anderen Spieler schon sehr. Ich würde sagen, wir nehmen hier Messi mit. Nächste Auswahl. Oh, Paris! Mit Neymar. Ich habe es euch gesagt, theoretisch kann es ja auch mal in eine andere Liga gehen. Wie? Beispielsweise in die französische. Und dadurch, dass wir hier halt so viele Brasilianer haben, passt es recht gut, wenn wir noch einen Linksverteidiger kriegen, der Brasilianer ist. Das sollte schon passen. Okay, ein Silberpick. Ist jetzt total egal, wen man hier nimmt. Komm schon, Linksverteidiger, der Brasilianer ist. Okay, Mbappé. Aber auf der rechten Seite. Also der ist ein bisschen zu weit weg dann von den anderen. Oder kriegen wir noch mehr Franzosen? Wer weiß. Ich nehme den trotzdem mit. Weil ich würde den auf jeden Fall einbauen, wenn es am Ende möglich ist. Die Baller kann man auch nochmal mitnehmen. Einfach so die besten, coolsten Spieler aus jeder Liga einpacken. Cavani hat eine 98er-Karte damals gehabt. Was ging denn bei ihm ab? Das ist natürlich hervorragend. Dann versuchen wir ihn mal reinzustellen. Jo, was soll ich tun, Mann? Man muss halt irgendwann auch mal eine Icon oder so kriegen, damit die alle zueinander passen. Hazard, Müller, Coutinho. Komm, nehmen wir einfach auch mal einen Müller mit, oder? Müller, ist egal, die zocken eh nicht. Isco oder Eriksen? Ich würde sagen Isco, weil der passt gut hier auf die rechte Seite. Die passen alle so ein bisschen zueinander. De Bruyne, Modric, Pogba. Pogba ist Franzose, das bringt gar nichts. Der hier ist sogar ZDM. Ganz gut. De Bruyne passt halt inzwischen auch gar nicht mehr. Dann nehme ich Modric mit. Minus 3 nochmal. Plus 1. Brauche halt einen Außenverteidiger, der was kann und der reinpasst. Eigentlich genau ihn. Eigentlich genau ihn. Und dann müssen wir wieder einen Ramos Team of the Year ignorieren. Kann man eigentlich nicht machen. Ich nehme Ramos mit und ich hoffe, hier kommt jetzt Marcelo oder Felipe Luis nochmal. Oder Tejes. Warte mal, das passt auch, das passt auch. Plus 9. Warte mal, da müssen wir aber Ramos trotzdem reinklatschen. Plus 8. Und eigentlich nur nice Spieler. Sehr gut, dann haben wir sogar Neymar noch auf voll bekommen von den Links. Mussten Ramos Totti nicht ignorieren. Und haben insgesamt ein freshes Team. Also La Liga steckt auf jeden Fall wieder mit drin. Aber es steckt hier auch einiges an französischer Liga diesmal mit drin. Auch noch ein Premier League Keeper. Sortier mal. Also das Overall Rating ist auf jeden Fall sehr saftig. Wir hätten hier natürlich auch ein Team mit voller Chemie bauen können, wenn wir einfach immer Spieler aus einer Liga genommen hätten. Aber wir wollten ja gerade mal die coolsten bei jedem Pick nehmen, die man so lange auch in der Form nicht mehr gesehen hat. Und ja, so ist das Team jetzt am Ende geworden. Auch mit ein paar nice Karten auf der Bank. Wir holen den Manager ab. Ein Chemiepunkt, zwei Chemiepunkte, drei Chemiepunkte.
Kommen wir hoch. Ja, das wäre auf jeden Fall auch ein Team gewesen, mit dem man das Draft, denke ich, am Ende gewonnen hätte. Coole Spieler. Sehr, sehr, sehr coole Spieler hier. Okay, bisher gilt, je aktueller der FIFA-Teil, desto krasser die Karten, die einem gegönnt werden. Das heißt, ich erwarte hier bei der Captain-Auswahl direkt eigentlich auch mal jetzt Icons, Prime-Icon-Moments, keine Ahnung was. Mal schauen. Auf Weltklasse machen wir das Ganze. Und wir nehmen die 4-5-1-Formation. Ist ganz cool, baue ich in aktuellen FIFA-Teilen auch gerne was mit. Und wir haben eine End-of-an-Era-Card. Das war eine SBC-Card. Hier hat man einfach SBC-Cards damals in Drafts bekommen. Oder irre ich mich gerade so extrem? Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Arjen Robben, herzlich willkommen. Rechtsverteidiger muss dann eigentlich auch aus der Bundesliga sein. Perfekt. Die beiden können auf jeden Fall am Ende Stamm spielen. Dann haben wir schon mal eine Bundesliga-Ecke. Hatten wir bisher bei noch keinem einzigen Draft. Dementsprechend freut mich das. Dann von denen ist er der Beste. Komm, es braucht wieder einen Kracher. Let's go! Ronaldo, Totti oder Hullet. Ich sage ehrlich, dann nehme ich Hullet mit. Ronaldo hatten wir bisher schon ein paar Mal. Natürlich jetzt noch nicht, wo er bei Juve war. Aber, boah, Sokrates. Jetzt nehmen wir Sokrates mit. Aber Prime Icon Moments Karten hatten wir bisher noch nicht. Dementsprechend, wenn die kommen, dann werden die eingepackt. Dann nehmen wir Alan mit, weil dann können wir theoretisch hier auch in die Serie A hinten, wenn hier geile Serie A-Verteidiger kommen. Koulibaly ist nice. Hummels bei Bayern hier noch. Ist auch ganz cool. Mats. Soll ich den als rechten Innenverteidiger nutzen? Aber ich glaube halt, der wird danach dann keinen einzigen Link mehr kriegen. Außer wir kriegen Neuer am Tor. Dann spekuliere ich mal auf Manuel Neuer im Tor. Koulibaly. Oh, passt gut zu Alan. Ey, der Militao auch eine Monsterkarte hier. Blind Laporte. Der hat doch genau dieselbe Karte in diesem FIFA auch. Auch Man of the Match. Auch 88, auch orange, alles gleich. Da hat er auch sogar noch die Frankreich-Flagge. Hä, sieht genauso aus wie die Karte, die er in diesem FIFA hat. Sehr, sehr nice. So, jetzt vielleicht Manuel im Tor. Ja, oder ein Jens. Gibt's gar nicht mehr. War, glaube ich, nach dem FIFA-Teil, wo der rausgenommen wurde. Alisson wants to watch, ey. Frisch gewechselt damals. Jens, schön. Hummels damit Fullcam. Ganz, ganz interessantes Team hier. Im linken Mittelfeld gönnen wir uns einfach mal einen Rashford. Und wer ist der Linksverteidiger? Oh, einer von denen. Mondi. Passt gar nicht. Die anderen hier auch mehr so semi. Vertonghen als Außenverteidiger mit 65 Tempo. Nehmen wir mal Dinier. Damit haben wir eigentlich schon so gut Gefühl, Cam. Und dann können wir gucken, was für Spieler hier sonst noch Bock auf uns haben. Falcao, 85 hier noch gehabt. Entspannt, nehmen wir den einfach mal mit. Auch weil der eine richtige Legende ist, hat ja auch mal einen Totti gehabt. Jordi Alba passt nicht rein, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen linken Mittelfeldspieler, der zu ihm passt. Wobei Suarez könnte man als Stürmer nutzen, weil Hullet ist ja auch theoretisch ein ZOM. Und Suarez vorne, also sieht schon cooler aus als dieser Dani im Team. Ramos! Sergio Ramos. So, ist der Beste hier, was soll ich sagen? Fabian, okay. Passt, könnte man für Alan reinstellen. Ramos, weil Ramos wird halt am Ende auf jeden Fall nicht ins Team kommen, oder? Egal, wir nehmen trotzdem Ramos mit. Wer weiß, was hier noch passiert in diesem Squad. Tejes. Brasilianer, coole Karte. Hazard auch ganz nice, aber ich nehme Tejes mit. Vielleicht geht es ja links noch zu einem anderen Brasilianer. Muss halt jetzt so ein bisschen spekulieren hier. Reus. Boah, kann man den ZM stellen eigentlich? Marco Reus. Minus 1, aber damit kann ich leben. Koulibaly muss dann halt weg. Nach hinten heraus. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Mbappé für die rechte Seite. Ja, da können wir den auf jeden Fall absolut gar nicht gebrauchen. Gnabry, auch cool. Wie viele nice Karten Bayern hier hatte. Walker. Dann wechseln wir auf jeden Fall komplett hier in die Premier League. Dann können wir, theoretisch können wir hier auch Ramos hinstellen. Ja, wobei, schauen wir mal später. Okay, das ist keine so nice Wahl. Harit muss dann mitgenommen werden. Oh, Havertz! Junge, die gönnen aber auch richtig die Bundesligaspieler, ne? Die drängen die einen richtig auf. De Jong hier als Tots, auch verrückte Karte, aber ich nehme Havertz mit. Ist ein richtiges Bundesliga-Draft hier jetzt für uns. Bruno mit 83, nice. Biglia, jetzt kommen neue Verteidiger nochmal. Sicke Verteidiger, David Luiz, Flashback. Das war auf jeden Fall auch eine SBC-Card, also
Die haben hier einfach SBC-Cards in die Drafts reingehauen. Feier ich. Soll ich eine Icon mitnehmen? Nur Cannavaro. Eigentlich will ich lieber David Luiz mitnehmen, einfach weil er so eine absolute Legende mit ist. Er ist. Und wir sowieso auf Full Cam sind. Stellen wir den mal rein. So, in der Auswahl nehmen wir noch Steven Smith einfach. Dann gibt es noch den Ersatzkeeper. Und dann ist alles gut. Also die Startelf ist eh so, wie ich sie haben wollte. Sehr coole Spieler von früher. Dann auch eine neue Liga jetzt mit der Bundesliga. Icons, alles dabei. Sehr, sehr fresh. Ich würde sagen, wir nehmen die Startelf mal so. So haben wir auch TS noch drin. Den finde ich sogar noch mal cooler als Dinier. Und einen Chemiepunkt holen wir jetzt auf jeden Fall auch noch mit dem Manager. Und dann ist alles entspannt. Wir haben hier nämlich einen Bundesliga-Manager. Auch einen La Liga-Manager, wobei von der La Liga ist ja gar keiner im Team. Deswegen perfekt, dass der Bundesliga-Manager dabei ist. 191er Draft und das war ein sehr, sehr cooles Team. Ich finde es richtig gut, ey. Wir haben alle Ligen echt mal gehabt jetzt in der Startelf. Nur die Serie A noch nicht, aber das kommt vielleicht beim nächsten FIFA, weil da gibt es eine geile Ronaldo-Karte und alles. Vielleicht kriegen wir die ja von EA. Mal gucken, ob der Plan aufgeht, ein bisschen was um die Serie A herum zu bauen. Wir machen das nächste Draft und ich würde sagen, wir nehmen die 4-1-2-1-2 breit. Ist nochmal eine ganz, ganz andere Formation. Und bei der Captain-Auswahl gibt es interessante Spieler. Overmars fürs linke Mittelfeld muss man eigentlich einpacken. So, im ZOM können wir direkt gucken, was wir vorne brauchen. Okay, vorne ist scheißegal, was wir da nehmen. 99er Maradona, 95er Ronaldinho, 97er Zidane. Das ist heftig. Wir nehmen Maradona mit. Also, ja, wenn das so weitergeht, haben wir am Ende ein Full Prime Icon Moments Team. Also, es macht auf jeden Fall einen Ansatz. Nehmen wir bei denen hier Bergkamp. Der ist zwar Mittelstürmer, muss leider als ST agieren, aber das ist kein Problem. Oh, coole Spieler. Dann nehmen wir tatsächlich jetzt mal den Serie A Mann, nämlich Immobile. Er hat das höchste Rating hier. Er kommt rein. Was sagt das rechte Mittelfeld? Mkhitaryan. Der nächste nice Serie A-Spieler. Salvio hätte man sowieso nicht nehmen können. Also traumhaft, dass wir das so geregelt haben. Hier haben wir jetzt freie Wahl, weil defensiv wissen wir noch nicht, wo die Reise hingeht. Und es sieht so aus, als würde die Reise in die Premier League gehen. Wenn EA das möchte. Thiago Silva oder Diego Carlos? Wir können aussuchen. Geht's in die La Liga? Geht's ja in die La Liga oder in die Liga? Ich würde sagen, Diego Carlos Tots. Sieht nochmal ein bisschen cooler aus. Nehmen wir den mit. So. Bundesliga. Kann man eigentlich nicht bringen jetzt. Nehmen wir Thiago Silva mit. Einfach als Goldkarte. Dann haben wir da schon mal, ja, einen, der sicher passt. Valencia mal wieder, vorhin noch als Menu-Version bekommen. Aber auch da schon nicht genommen. Und ich glaube, der wird diesmal auch nicht genommen. Nehmen wir Mariano mit. Wenigstens der Brasilien-Link ist vorhanden. Jetzt La Liga oder Brasilien. Ja, nichts von beiden vorhanden. Licht und der Keeper sollte Brasilianer sein. Auch das nicht. Die rasieren uns ein bisschen. Wir stellen Courtois ins Tor. 89 Chemie. Ah, da holen wir noch ein bisschen was raus. Da bin ich mir sicher. Oh, die Alba. Traumlinksverteidiger. Das ist sogar die Position, auf der wir noch am schlechtesten besetzt sind. Deswegen ignorieren wir mal Garrincha. Zack. Weil die Position da hinten links, die ist wichtig. Wan-Bissaka. Passt aber nicht rein. Busquets. Ja, kann man theoretisch mitarbeiten. Son, Sancho, Arnautovic. Kommen wir den Busquets mit. Spielt zwar nicht, aber wird mitgenommen. Best. Nochmal so als Reserve-Icon. Warum nicht? So für draußen. Einfach mal einpacken. Carvajal hilft halt auch gar nicht weiter. Nehmen wir mal Hazard mit. Wir brauchen jetzt echt die perfekt passenden Spieler auf den perfekten Positionen, damit wir überhaupt noch vorankommen. Auch keiner von denen. Also nehmen wir Philippe Anderson. Was sagt die Ersatzbank jetzt? Patricium Tor bringt nichts. Bale bringt nichts. Bringt schon wieder keiner was von denen. Sauber. Nächster Spieler. Kann ich auch keinen von einbauen. Eigentlich brauche ich jetzt nur einen Serie A Rechtsverteidiger, der am besten noch gleichzeitig Brasilianer ist. Dann ist alles gut.
Aber dass das kommt, das ist halt sehr unrealistisch. Saka, Premier League. Also wir können es halt auch ganz einfach machen, indem wir den reinstellen und dann hier vorne einmal so switchen. Aber eigentlich, da wollte ich ja ein bisschen Serie A im Team drin haben. Aber man muss es ja auch nicht erzwingen. Wobei, hier nochmal ein nicer Serie A-Spieler ist mit Douglas Costa. Ein sehr, sehr nicer sogar. Können wir reinstellen, bringt ein bisschen Minus. Aber wir beobachten das Ganze einfach, was die restlichen Spieler bringen, was mit denen noch gemacht werden kann. Weil hier zum Beispiel ist ein Brasilianer und schon wäre das Minus wieder weg. Schon wäre das Minus wieder weg. Van Dijk bringt nichts. Alle anderen bringen auch nichts. Tejes ist schon der Einzige, der was bringt. Und dann kommt der ins Team. Gibt es nochmal einen Außenverteidiger, der was kann? Nee, Maguire. Nee. Nee. Könnten wir hier spielen lassen. Auch richtiger Notnagel, ey. Aber es passt. Ist auch ein cooles Team hier. Na was? Oh, hat sogar genauso viele Links wie Courtois, aber in gut, also in grün, chilliges Team. Viele liegen sogar hier. Alle liegen außer die Bundesliga gefühlt. Mit zusammengemixt. Richtiges Hybrid hier. Und wir haben es uns nicht mal einfach gemacht. Wir hätten einfach die ganzen Icons ins Team knallen können, aber wir wollten es nicht. Wir wollten es so nicht machen. Warte mal. Ja, das geht sogar Richtung 193 fast. Also sehr, sehr starkes Ding. Ein, zwei bessere in der Startelf, dann ist das ein 193 einfach. Ich sag ja, je neuer der FIFA-Teil, desto mehr gönnen die bei den Karten. Aber ich will jetzt die Spieler, so wie sie sind, auch in der Startelf haben, deswegen wird gar nicht groß weiter rotiert. Let's go. Das war das Draft. Manager haben wir ganz freie Auswahl. Picken wir einfach mal den Kollegen. Damit haben wir in den Drafts alles gemacht, was wir so in den Drafts machen wollten, alle Ligen mit dabei gehabt. Das heißt, beim nächsten Draft nehmen wir einfach das Coolste, was kommt. So, immer die besten Spieler. So, wir sind jetzt beim aktuellsten FIFA-Teil angekommen, nämlich bei FIFA 21. Wir probieren hier jetzt auch einfach ein schönes Draft zu bauen, was von der Optik her nice aussieht. Wir haben in letzter Zeit ja sowieso schon sehr viele Drafts in diesem FIFA gebaut. Dementsprechend, das ist jetzt nichts Neues für uns hier, aber heute hat man mal den direkten Vergleich so zu den anderen FIFA-Teilen. Chiellini, coole Karte. Komm rein, Kollege. Ich weiß zwar nicht, ob man den am Ende in der Startelf spielen lassen kann, weil man selten und schwer Spieler daneben bekommt, die irgendwie passen. Und das ist auch hier wieder der Fall, beziehungsweise nicht der Fall. Nehmen wir mal Aurier hier einfach mit. So, erster ZM. So ein Verratti wäre eigentlich chillig, weil Verratti könnte man auch zu Neymar linken und der würde gleichzeitig zu Chiellini linken. Ich meine, die sind hier alle nicht Weltklasse. Dann kann man das mit Verratti machen und den einfach mal einpacken. Aber wer weiß, ob Neymar überhaupt später kommt. Di Maria. Ja, mit dem geht es theoretisch auch. Di Maria auf dem rechten Flügel. So, was sagt der mittlere ZM? Oh, De Bruyne einfach mal. Pogba. Luis Alberto. Nico Savic. Komm, ich nehme De Bruyne mit. Der zweite ZM sollte dann auch aus der Premier League sein. Alan. Oder ich nehme Llorente mit. Dann halten wir uns. Dann ist egal, ob wir vorne links Premier League oder La Liga kriegen. Dann wird uns beides helfen. Und es wird am Ende La Liga. Oder? Ja, ist wenigstens ein Stronglink. Striker. Lewandowski. Aber den kriegen wir niemals eingebaut. Ja, Molenka auch eine coole Karte. Kriegen wir später noch einen neuen linken Flügel? Aus der Premier League? Ich glaube schon. Ich will nicht Mourinho nehmen. Der ist schon echt uncool. Nehmen wir ja Molenko mit. Wir kriegen später noch einen linken Flügel aus der Premier League. Und dann sind wir gut dabei. So, Jordi Alba. Können wir rein. Innenverteidiger. Der muss jetzt wieder aus La Liga sein. Nee. Nicht dabei. Oh, die machen es halt nicht einfach. Die machen es halt echt nicht einfach. Was ist das denn? Okay, der ist von Rom wenigstens. 68 Chemie nach der Start. Der wäre eine richtige Meisterleistung. Aber das schrauben wir jetzt sehr, sehr, sehr schnell hoch. So, als erstes haben wir hier den Spieler von Lyon theoretisch. Also packen wir den einen in die Mannschaft. Falls Neymar noch kommt auf den linken Flügel, bringt das was. Mbappé, auch cool. Ich finde Jamolenko echt nice. Warte mal, ich nehme lieber Sterling, weil der ist dann Fullcam quasi, was die Links angeht.
Von der Position her halt nicht ganz, aber von den Links her auf jeden Fall. Mal gucken. Den Rest kriegen wir auch noch ausgetauscht, der schlecht ist oder der wenig reinpasst. Warte mal. Bernardeschi. Schon der Beste hier. Und. Warte mal, minus 10, okay, nehme ich mit. Plus 9. Vielleicht kriegen wir einen Linksverteidiger noch aus der Serie A. Das wäre auch vollkommen in Ordnung. Oh, Hazard ist nice. Martinez, der kriegt als Linksverteidiger halt null Chemie. Leider. Nee, können wir nicht machen. Hazard, nehmen wir einfach mal mit, weil es Hazard ist. Und... Oh, Serie Außenverteidiger, aber ein Rechtsverteidiger. Der wird auf jeden Fall mitgenommen. Nur, dann gucken wir gleich mal, ob wir das noch auf die andere Seite schieben. Oder wie wir das genau machen. Hier ist egal, wen man nimmt. Komplett egal. Hier kann man sogar Neymar jetzt einpacken. Aber jetzt haben wir Mbappé nicht mit dabei. Ist auch keine kranke Version von Neymar. Wir kriegen jedes Mal gefühlt nur die normalen Goldversionen von den ganzen Spielern. Das ist echt ein bisschen fragwürdig, was die einen hier andrehen wollen bei diesem Draft. Hab schon bessere Drafts gesehen in diesem FIFA. Bruno kann man auch noch mal mitnehmen. So. Ich dachte, jetzt kommt ein Icon oder so. Ich war auf alles gefasst. Einfach rein gar nichts. Nehmen wir ihn einfach mit, weil eventuell bringt er was so nach hinten heraus. Walker. Warte mal, das ist Serie A. Kriegen wir noch einen Serie A-Innenverteidiger am nächsten Pick? Das ist die Frage, ich spekuliere drauf. Bitte. Skriniar, perfekt. Alles andere wäre nicht aufgegangen. Zum Glück habe ich hier auf Serie A spekuliert. Wobei, oder ich spiele Cuadrado als Innenverteidiger und Paredes rechts. Dann haben wir nämlich Verratti auch voll. Ich glaube, das ist sogar die bessere Option. Ich meine, das wäre jetzt auch cool gewesen, den anderen Kollegen da zu nehmen, aber... So haben wir noch bessere Spieler quasi im Team drin. Und dann gönnen wir uns noch den Ersatzkeeper. Ah, es wird sogar noch ein besserer. Wenigstens das. Auch italienische Liga, sehr, sehr wichtig. Zusätzlich noch Italiener, sehr, sehr wichtig. Ist jetzt kein Traumdraft, ne? Muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben schon 10-mal bessere Drafts gebaut. Trotzdem ein interessantes Team. Und ja, EA hat halt generell nicht so sehr gegönnt bei den... Auswahlen, die wir hier gehabt haben. Das muss man schon wirklich so sagen. Problem war, glaube ich, hier wieder, dass gar kein Icon kam. Und ja, wir mit sehr vielen Ligen gegangen sind. Aber Team sieht trotzdem cool aus. Und am Ende hätte man bestimmt auch damit das Draft gewonnen. So, wir holen den Manager ab. Vielleicht ist hier noch einer bei, der uns Richtung 90 bringt. Ja, sind sogar mehrere, die uns auf 91 hochpushen. Jo, das war dann auch unser Draft in FIFA 21. Machen wir komplett andere Spieler hier jetzt auch. Hazard vorher auch in jedem Draft bekommen. Nie genommen. Hier jetzt mal gepickt. Ganz fresh. Das war's soweit von diesem Video. Hat Bock gemacht, die ganzen Drafts zu bauen, die ganzen alten FIFA-Teile wieder auszupacken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer den Kanal euch abonniert hat, kann es gerne machen. Um nichts mehr zu verpassen, ich bin raus. Macht's gut, bis dann. Ciao.